So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Ich habe jetzt hier so einen PvP-Helm gekauft, der sieht so ein bisschen eierförmig aus. Ja, PvP-Folge mal wieder mit dem Soldaten. Ich bin jetzt umgeskillt auf den rechten Baum. Angriffsspezialist. Mache ich auch deutlich mehr Schaden als mit dem anderen Baum. Das liegt auch nur daran, weil ich beim anderen Baum hatte ich damals auch noch... Irgendwo war hier was mit Ausdauer geskillt, hier unten. Genau, die habe ich jetzt weggelassen, die Ausdauer. Verpisst euch! Raus, raus, raus! Wie sie hier einfach ganz böse tappen wollen. Oh scheiße, ich muss hier raus. Was mal, ruckelt das so, oder? Östliche Stellung gehört jetzt dem Feind! Wow, wir haben am besten auch verloren. Ah, das ist gar nicht gut. MT Gaming heilt mich hier sehr gut. Mal gucken, die Heiler hier. Oh, was? Haben wir hier drei Heiler? Unser Bunker erleidet Schäden. Wir brauchen die Artillerie. Wenn die Mitte kriegen wir zwar, aber... Schon komisch. Was wird den Typen hier? Ja, den wollte ich einfrieren. Kriegen wir nicht in die Mitte. Wir kriegen sie nicht. Wenn die da nicht alle so doof rumstehen würden, dann könnte ich da auch mal drücken. So, jetzt aber. Oh. Ja genau, schub's nicht weg. Meister, der Typ hier Meister mit Doppel-R, der ist so ein Händler, der baut immer viele Sachen. Ich glaube, der kann 31er Armierung oder irgendwie sowas kann er bauen. Unser Bunker erleidet Schäden. Wir brauchen die Artillerie. Ich glaube, das müssen wir mal langsam irgendwie rüber. Hm. Keiner kommt mit. What? Doch, ein Feind kommt mit. Okay, jetzt... Ja, jetzt sind noch drei Gegner schon da. 1, 2, 3. Oh, hier ist ein Unsichtbarer. Wo ist die Sau? Oh, jetzt macht er uns hier mal abwechselnd unsichtbar, oder was? Da ist er. Genau. So, jetzt komm her hier. Tricksau. Scheiße, ich hasse es. Ich geh erstmal auf die anderen Typen hin. Flash, Flash. Hm. Oh fuck, Mann. Der muss hier raus. Scheiß Heiler. Das war auch clever. Die haben einen Heilkreis gesetzt und auf den Heilkreis haben sie einen Flächenschaden gemacht. Alter, ich weiß gar nicht, wen ich hier zuerst angreifen soll. Ich setze jetzt einfach mal bei Alina hier so ein Dings drüber. Weil das ist ein Heiler. Ich weiß gar nicht, wie viele Heiler die insgesamt haben, aber... Oh ja, genau. Immer schön den Commander Peace unterbrechen. Ich glaube, das wird keine gute Runde werden. Hat hier irgendwas angesagt? Incoming? Hm. Wenn die Leute immer Incoming reinschreiben, dann finde ich das auch irgendwie nutzlos, weil man weiß nicht, wie viele kommen. Was, sind jetzt hier echt alle tot? Ich glaube, wir sollten erstmal auf den da gehen. Fuck. Schnell heilen. Oh, verpiss dich.
Also MT Gaming macht es gut, der halt weiter, obwohl er fast drauf geht. Und jetzt flüchtet die Sau da einfach da hinten rein. Die anderen schubsen mich weg. Ja, macht weiter so. Boah, die sind zu gut, echt, ey. Da muss man mal in den Osten gehen oder so. Das sind ja so, glaube ich, 5 Leute im Westen gewesen. Von den Gegnern. Wir sind jetzt gerade zu 4 da. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ne, das ist... Das ist zu krass. Ist der Reichweite hier? Kommt, ja. Kommt mit. Fuck! Das finde ich gar nicht nett. Ranziehen hier. Haut ab. Geschrieben, West sind so viele Ostversuchen. Naja. Ob sie es machen, ist eine Sache. Und ob wir es denn da schaffen, ist auch wieder so eine Sache. Zumindest sehe ich da 2 Leute. Und da ist einer. Der Bunker stürzt gleich ein. Nicht Westen. Nein, Leute. Kommt mit zum Osten. Warum wollen wir mal alle in den Westen gehen hier? Oh, ich bin nicht gebufft. Sehr dumm. Es geht die Sau nicht. Ich wollte eigentlich hinterhin gehen, dass ich ihn hier runterschubsen kann, aber nee. Jetzt ist einer mitgekommen, aber jetzt bin ich draufgegangen. Es war zu spät. So, Tor ist auf. Ist Gott, so klar habe ich auch schon lange nicht mehr verloren im Kriegsgebiet. Wahrscheinlich werden wir es 0 zu 100 verlieren. Ich habe doch schon Kompetenzsachen an. Ich weiß nicht, wie viel Kompetenz die anderen Typen haben. Ich glaube, das Standard ist, glaube ich, irgendwie was bei 2018 Kompetenz. Wenn man, da soll man irgendwie voll equipped sein oder so. Und ich habe halt Kompetenz 1542. Einige Gruppen würden da schon rummeckern, aber wie, woher soll man denn das Standard-Equip herbekommen? Man muss ja erstmal PvP machen. Schon wieder nicht gebufft hier. Jetzt müsste ich mir angewöhnen, dass ich immer jedes Mal, wenn ich sterbe, als erstes schlafe. Oh, alter Schwede. Ich hasse es, wenn die um mich rumlaufen. Unser Bunker wurde Fick zerstört. Dich. Wir haben die Küste verloren. Rückzug! Ein Attentäter. Ich hasse es wirklich. Als Fernkämpfer, wenn die Gegner immer in einen reinlaufen, dann immer im Kreis durch einen durch und was auch immer die da treiben. So, mit MT Gaming war ich hier. 400.000 Heilung, ja. Das ist ziemlich oft draufgegangen, oder? Ne, nur 2-mal. Geht da sogar noch. Und ich bin 5-mal draufgegangen. Ja. So ist das mit den Losern. Oh, ich habe noch eine 2. Stimme bekommen. Hat hier noch jemand was geschrieben? Kennt mich da jemand, oder? Hm, komisch. Ja, ein Gebiet werde ich noch machen. Kisten habe ich jetzt auch genug. Ich hatte ja gestern mir ein Abo geholt. Heißt, ich habe dann auch die 500 Kartellmünzen für den Monat umsonst bekommen. Also 500 bekommt man sowieso immer. Und dann gab es noch zusätzlich 500, wenn man am 3.4. Abonnent war. Und das war ich gestern. Und ja, ich bin auf den April-Scherz von SWTOR reingefallen, weil ich am 2.4. habe ich auf der Homepage gesehen, dass sie da so einen Artikel hatten mit diesen, mit den Raumjägern, dass man da sich als Asteroid tarnen kann und quasi die Gegner alle wegrammen kann. Aber da stand überhaupt nichts von April-Scherz oder so. Und wenn ich das am 2.4. lese,
Dann finde ich ja schon eine Frechheit, dass sie das da irgendwie nicht drunter geschrieben haben. Vorsicht, Aprilscherz oder am Schluss April, April oder so haben sie nicht geschrieben. Das war der gleiche Artikel wie am 1.4. wahrscheinlich noch. Und deswegen, also, dass ich darauf reingefallen bin, zeigt eigentlich nur, dass ich Star Wars nicht mehr traue, weil die machen so viel Blödsinn hier in dem Spiel. Hab auch gesagt, ich habe eigentlich nicht mehr so viel Lust auf Star Wars. Und das, ja, stimmt eigentlich auch so ein bisschen. Also ich hab mich jetzt wirklich geärgert, dass ich ein 6-Monats-Abo geholt habe. Machst einen Cut? Ja, mache ich mal lieber. Ich muss noch Kisten holen. Dann bis gleich. So, da wäre ich bei der... Bei der Guildbank, beziehungsweise den Post. Die Post, so hier. Warum sind die jetzt hell? Komisch, naja. Was für ein Paket nehmen wir denn? Also man kann sehen, ich habe hier alles voller Pakete. Ich habe nämlich 9 Millionen Credits gehabt und da ich dann Free-to-Play auf Abo gewechselt bin, hatte ich die dann bar auf die Kralle und die habe ich dann sofort ausgegeben, um mir Kisten zu kaufen. Heißt also, für die nächsten 50 Folgen ist ausgesorgt, da habe ich genug Kisten. Ich weiß nicht, die Aufspürerkisten fand ich eigentlich immer ganz nett. So, wo ist das jetzt hier? Da. Gucken, was da drin ist. Makai Ragnos Robenrock und überladener Befragegürtel. Ich glaube, der Robenrock ist sogar was wert. Und das Gute ist ja, da ich die Kisten immer vorher schon öffne, also sind sie quasi gebunden. Ich öffne sie und dann schließe ich das hier oben mit dem X wieder. Und dadurch sind die Gegenstände nicht gebunden. Ich kann sie also sofort ins AH reinstellen. Dann will ich gleich mal gucken, wie viel das Ding hier wert ist, weil wenn es... Oh, 400.000, 199.000. Warum muss das so billig sein hier? Was soll denn das? Aber die ist nur ein Tag drin. Wenn ich Glück habe, dann dauert die ein bisschen länger. Dann will ich die mal als zweitteuerstes Angebot reinstellen. 222.000 ist mir auch noch zu wenig. Oh, PvP. Ja gut, dann gehen wir gleich mal rein da. Verkaufe ich das später oder ich mache es ins Depot rein. Oder wen der Robenrock fehlt, der kann das sagen, aber ich glaube, dann würden das alle sagen, dass sie ihn brauchen. Dann stellen sie es einfach nur ins AH rein, weil ihr jetzt gesehen habt, dass das so viel wert ist, ja. Und ich bin ja jetzt total pleite hier. Hab zwar die ganzen Kisten auf Depot, aber... Wie man sehen kann, nur noch 282.000 Credits. Das ist nicht viel. Nicht mal eine Kiste kann ich mir leisten davon. War hier nicht immer irgendwie so ein Verkäufer? Der hier mehr so stand? Ich würde nämlich jetzt gerne ein bisschen was verkaufen. So, und Ermittlung muss ich auch erstmal weiter leveln. Man kann hier sehen, 135 von 400. Ah, ich habe noch nicht mal die 450er gekauft. Ich glaube, die kann man, glaube ich, auch erst aktivieren, wenn man 400 ist. Zumindest muss ich hier weiter leveln. Und Arik eignet sich da gar nicht. Jun hat eine Ermittlungseffizienz, deswegen werde ich ihn mal nehmen. Durch Ermittlung kriegt man hier Gefährtengeschenke. Forschtes Gemisch, wo ich mal erstmal. Und Missionseffizienz, also da schicke ich eigentlich immer dann die drei Gefährten, also Yun, Treak und Hakalos, wenn ich solche Suchmissionen habe. Ist alles mittlerer Ertrag, scheiße. Und Hakar. So, 13 Sekunden. Ich weiß nicht, der Helm gefällt mir nicht. Ich mag diese runden Helme nicht. Das sieht aus wie so ein... Ich weiß es nicht. Möge die Macht mit euch sein. So ein bisschen wie der andere, den ich vorher hatte. Nur, dass da die Ecken irgendwie abgefeilt sind. Wie bitte was? Da ist schon einer aus der Gruppe raus. Macht natürlich sehr viel Spaß, sowas. Guck mal, wenn man das sieht, ne, da kommen jetzt 8 Leute auf die Mitte zu. Nee, wir trauen uns nicht. Wow, was? Wir stehen unter Geschützfeuer. Nix da. Brauchen Bodenunterstützung.
Alter, da war gerade einer. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Ich habe als einziger Schaden gemacht. Boah, ich bin unschlagbar. Oh, wie schlecht. Ach, ich sehe jetzt auch gerade, MT Gaming war eigentlich gar nicht dabei, hä? Ich hab doch eigentlich als Gruppe gelistet. Oder wie, oder was? Das ist ja komisch. Und er kriegt einfach zwei Stimmen hier. Gibt es jetzt... Ne, gibt leider gar nichts, schade. Oh, was für ein Fail. Oh, fuck. Ein Arena-Gebiet, das ist gar nicht gut. Ich meine, es ist zwar schön, dass ich sowas jetzt auch mal hab im Let's Play. Ich glaube, das hatte ich jetzt bis jetzt nur einmal und dann die Sandkarte. Ich weiß nicht mal, welche Planet das ist. Dürfte Markup sein, ne? Willkommen ja, in der Arena des Todes von Girada dem Hutten. Ich bin euer Todesmeister, Flexiglas. Baron Todessiegel. Zwei Teams wurden zufällig zusammengestellt. Faulwürmer und Froschhunde. Ja, toll, Faulwürmer. Das erste Team, dem es gelingt, das andere zu vernichten, gewinnt die Runde. Wer ausgeschaltet wurde, kann erst wieder in der nächsten Runde einsteigen. Wer wird gewinnen? Wer wird am Boden liegen? Es ist Zeit, die Wetten abzuschließen. Na, das kann ja lustig werden. Hier sind wir auch wieder nur drei Leute. Was geht denn hier ab? MT Gaming hatte eben zum Beispiel auch einen Disconnect. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass er gar nicht mit ins Gebiet reingekommen ist. Ah, zu dritt ist scheiße. Aber ich muss mal den Mist wegmachen, dass man das besser sieht. Also wir sind hier bloß zu dritt und die anderen sind vier. Das, wir können uns hier gegen, ja, kaputt hauen lassen können wir uns, aber das war's dann eigentlich auch. Sollen sich mal ein paar mehr Republikaner listen hier? Was ist denn los? Oder was sind das für welche? Powertech? Söldnerin? Auf wen geht man das zuerst? Ich weiß es nicht. Kann man nicht irgendwie... Naja. Ach, jetzt kann man sie markieren. Faulwürmer, oh, oh, wir haben geht einen vierten rein und zerfleischt euch! So, alles schön hier drin bleiben. Ah, einer fehlt noch. Oh fuck, oh fuck. See, jetzt kommen sie her. Ich weiß gar nicht, ob man hier runterschubsen kann. Bleib hier. Na gut, das wäre jetzt doof, dass ich da mitten reingelaufen bin. Ach nee, man kann gar nicht rausschubsen. Scheiße. Faulwurmaktion hat man bestimmt aus dem Weltraum gesehen. So schon erledigt. So schon erledigt. Okay, so auf als hier dieser ist Faulwurm ist ein geborener Froschhundkiller. Ich habe jetzt mal kurz den Sys-Hexer mit Ziel markiert, weil der muss als erstes weg. Die Sau, die halt. Was, Honey Bunny? Honey Bunny hat 60.000 Heilungen, also der hat uns wirklich eben gerade fertig gemacht. Der hat die anderen immer hochgeheilt. Okay, wir haben jetzt auch nicht wirklich konzentriert auf einen die ganze Angriffskraft gesetzt, aber es kann ja schon mal passieren. Also hat man wieder was dazugelernt, man kann hier nicht ausfallen. Finde ich so ein bisschen schade, weil die Gegner runterschubsen, das wäre doch richtig lustig hier. So, dann komm mal her hier. Was? Kacke, Mann. Schnell Heilung anwerfen. Dieser Faulwurm ist ein geborener Froschhundkiller. Wärmesucherketen. Boah, krass, Alter. Das war der Powertech, glaube ich, ne? Ich hasse diese 4 zu 4 Kriegsgebiete, weil da bin ich so schlecht. Weil da kommt es wirklich auf die Taktik drauf an. Diese Faulwurmaktion die anderen jetzt zum Beispiel hier gemacht haben, die haben sich jetzt hier die erhöhte Position genommen. Diese der Heiler war ganz hinten. Und die DDs halt hier vorne und haben auch Flächenschaden gemacht. Wir sind gar nicht so schnell raufgekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Weg von den anderen kürzer war oder ob als wir einfach bloß zu langsam waren. Vielleicht hätten wir einfach rechts hochgehen sollen, oder dass man sich in der Mitte trifft oder so. Ich weiß es nicht. Spielt mal wieder.
Wow, ich habe unbeschreiblich viel Schaden gemacht. Ich glaube, im anderen Kriegsgebiet, was 10 Sekunden ging, da habe ich, glaube ich, mehr Schaden gemacht als hier. Peinlich, peinlich sowas. So, da wären wir. Nächstes Kriegsgebiet, das vierte schon. Und ich glaube, die Folge, die hat nicht mal Überlänge, dadurch die ganzen OPs, Flashpoints, Kriegsgebiete, verdammt, Mann. Ich weiß gar nicht, wer sich labert hier. Ich habe es gesehen, hier war gerade einer wer von der Gilde, das Imperium schläft zurück. Das sind sogar zwei hier von denen. Wutgend Jedi Knight. Gut, das sagt mir jetzt nichts, aber das Imperium schläft zurück, das kennt man. Die hat man schon mal im PvP gesehen. Der Typ, der gegen die Wand rennt, der... Was macht er da? Alarmstufe rot. Warum rennt er gegen die Wand? Die Küste wird angegriffen. Okay, wir werden verlieren. Das Imperium will eine Landeposition etablieren. Alle Einheiten zu den Artilleriestellungen. Gibt es eigentlich eine Psychiatrie? Auf der Flotte oder auf dem Hauptplaneten? Warum rennt er gegen die Wand? Was macht er da? Verlieren wir womöglich auch den Nova. Hat er einen Wallhack oder hat er Langeweile? Okay, einer geht dorthin. Auch einer. Das Imperium schläft zurück. Okay, das ist sehr gut. Das sieht schon mal sehr schön aus. Dann können die sich wahrscheinlich im Teamspeak absprechen. An die Artillerie-Stellungen. Oh, guck mal, wie hier vorsprintet. Sehr schön. Wenn er jetzt kein Heiler wäre, dann könnte er sich jetzt hier so in die Ecke reinschleichen, ne? Was ist denn los hier? Vogelzuckel, ja. Östliche Stellung gehört jetzt dem Feind. Was? Wer will hier einnehmen? Du nicht, du auch nicht. Und du auch nicht. Oh, alter Schwede, was geht denn ab hier? Was ist denn Heilung zwischen machen hier? Haut ab, haut alle ab. Lass mich in Ruhe. Optimales Ergebnis erzielt. Ich muss ja erstmal hier einen angreifen, der schon fast tot ist. Und ihn da unterbrechen. Gehen wir ein bisschen dichter hier, ein bisschen flicken. Alter, bleibt da. Fuck. Drecksau. Oh, ich hasse es. Diese Juggernauts oder Maros oder was es gerade war. Nö, haut ab. Was? Alter Schwede, mit einem Schlag. So, Imperium schläft zurück, das sind zwei Typen. Brennen die jetzt hier nach Osten? Haben die irgendwas angesagt? Da war zwar eine Frage, links wäre mit, aber... Naja. Alter, lass den Heiler in Ruhe. Scheiße, zu spät. Ich bin zu spät gekommen, verdammt. Oh, ich krieg diesen dämlichen Flächenschaden. Ich bräuchte echt eine extra Taste, dass ich diese Flächenschäden setzen kann. Ja, sehr schön. Nein, du nimmst nicht ein. Alter, jetzt rennt er wieder um mich rum. Also diese Typen. Verdammt, ob wir einen einnehmen. Okay, jetzt haben wir echt die Arschkarte. Die östliche Stellung ist bewaffnet. Aber dafür haben wir Osten bekommen. Sehr schön. Die südliche Stellung verloren. Unter Beschuss. Und das wäre jetzt gar nicht mal wichtig für mich, welches, ob ich das Kriegsgebiet gewinne oder nicht. Denn das wäre schon das vierte und für die Daily braucht man bloß 4 Stück oder halt 2 gewinnen oder 2 verlieren und 1 gewinnen. Kriegsgebiete, die man gewinnt, zählen ja doppelt. Oh, krass, jetzt haben die Mitte auch noch. Wir haben die südliche Stellung. Wir feuern. Es sind hier in der Mitte 5, das ist nicht so gut. Ich renne mal mit rüber. 3 in der Mitte reichen eigentlich.
Na komm, stirb. Sehr schön. Was? Wo sind die ganzen Gegner? Die haben nur gesagt deffen, aber irgendwie... Da oben ist auch einer. Ach, die sind gerade im Westen. Was geht denn hier ab? Müssen wir gucken, ob einer nach Westen mitgeht. Okay, dann renne ich auch nach Westen rüber. Oder lieber nicht? Nee, lieber nicht. So, mal schön umdrehen. Nicht, dass sie was einnehmen. Wobei, bei dem Spielmodus sieht man ja. Man hört es erstmal und man sieht es hier auch oben visuell. Alter Schwede. Income sieht. Oh, scheiße. Was schreibt er gerade? Ich fände es echt cool, wenn du ein paar High-Level-Chars auf dem PvP-Server hättest. Das wäre wirklich cool, ja. Fuck. Mitte verloren. Nicht gut. Warum eigentlich? Richtige Invasion war hier. Oh, und ich bin nicht gebufft, Alter. Leck mich doch. Wenn die anderen Spieler mich im PvP sehen, dann kriegen die, glaube ich, auch Gänsehaut. Ich verbreite Angst und Schrecken, aber das nicht im gegnerischen Team, sondern immer beim eigenen. Oh fuck, auch nicht kaputt. Alter Schwede, das ist ekelhaft, das ruckelt. So. Weg mit dem. Und einnehmen. Fick dich. Wer ist hier? Wer macht da Stress? Oh, nee. Das war natürlich auch nicht gut. Ihr Frontbunker ist schwer beschädigt. Ich hätte mich als Kommando da nicht reinstellen sollen, sondern hier vorne. Ich hätte hier außen stehen sollen und dann Leute wegschubsen. Mit der Erschütterungsladung. Das Imperium hat die westliche Stellung eingenommen. Unser Bunker erleidet Schäden. Wir brauchen die Artillerie. Man sieht schon wieder, wie ich keine Munition habe, weil ich falsch mache. Ich drücke meistens immer nur 1, 2. Im Prinzip müsste ich wirklich einmal komplett durchlaufen. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Dann würde ich auch nie irgendwelche Probleme mit der Akku bekommen, aber ich... So, du haust ab. Jetzt machen es wieder alle, ne? Fuck. Ich wollte gerade die Granate schmeißen. So, fick die Trolle. Wie ein so kleiner Blödmann hier vier Leute ärgern kann, das ist unbeschreiblich. Ich muss es einfach mal einnehmen. Vielleicht können die anderen das nicht. Nee. Alter, ja, wirklich weiter. Da sonst nichts zu tun, oder wie? Die westliche Stellung gehört uns. Gut, Westen haben wir wieder, das ist sehr schön. Und ich bin tot. Wir durchbrechen den imperialen Schild. Druck beibehalten. Zwei links, zwei rechts. Drei Mitte. Ich gehe auch noch in die Mitte rein. Solange wir da Stress machen, die anderen das schön halten können. Ost. Okay. Nee, das schaffe ich jetzt nicht mehr rüber da. Warum rennt denn eigentlich einer vom Osten nach Westen? Das will mir jetzt irgendwie gerade gar nicht in den Sinn kommen. Alter, hau ab, Saro. Krass. Special Forces. Dagnin, hat er das angesagt? Ja. Ich bin jetzt zwar Ost angesagt, aber komischerweise. Ich mache einfach mal eine Mitte weiter zergen hier. Genau, wirklich. Oh, das ist ein Juggernaut. Ich hasse sie.
Der Juggernaut hat ja einen Skill, dass er Macht wirken kann, aber trotzdem sich bewegen kann. Das finde ich richtig geil. Also ich finde Juggernaut auch besser als Maro auch. Ja gut, Maro ist Schadensklasse schlechthin, aber... Nee. Juggernaut finde ich cooler, auch das Wegschubsen. Maro kann ja nicht mal wegschubsen. Jetzt müssen wir schnell einnehmen hier. Zack, zack, zack. Wegschubsen, haltet sie auf, fuck. Ist das ein Powertech? Ja. Das ist ein scheiß cooler Kacke gemacht. Boah, das gibt's doch nicht. Gut, die haben mich gestunt, aber den anderen nicht. Das finde ich sehr lustig. Östliche Stellung gehört jetzt dem Feind. Fuck, fuck, fuck. Wir durchbrechen den Imperial. Alter, wie ich jetzt hier runter, dort hin. Außer Reichweite oder was? Er hat es wirklich oft genug gesagt, aber ich dachte, dass wir hier die Mitte kriegen. Jetzt haben wir sie endlich. Wir haben die südliche Stelle. So, wer Mitte hat, der gewinnt auch, weil... Also, es ist sehr schlecht, West und Ost zu halten. Das ist einfach unmöglich. Von der Mitte kann man einfach viel besser die Truppen hin und her rangieren. Man sieht ja auch, wenn hier die Gegner runterkommen. Also man kann im Prinzip den Gegner hier auf dem Weg abschneiden. Deswegen ist für mich die Mitte hier in dem Spiel essentiell. Auch wenn wir jetzt gerade Ost und West hatten und Ost verloren haben. Aber Ost kann man eigentlich nur so als Entlastungspunkt einnehmen. Das sollte man meines Erachtens nach keine Priorität darauf setzen, dass man wirklich Ost hält. Es sei denn, man ist hier total die mega geile PvP-Gilde, dass man alle drei Punkte halten kann. Hat drei im Westen. Das ist nicht schön. Was, wo ist er hin? War ich nicht gerade ein Gegner? War er schon tot? Wir sind nicht zu viert. Ich glaube, ich gehe auch noch mal drüber. Das sind nur drei rote, ne? Hoffentlich war es jetzt kein Fehler, dass ich abgehauen bin. Wobei 2%, das kann man gar nicht mehr verlieren. Ja, okay. Da ist auch noch einer. Wir haben den Bunker ausgeschaltet. Die Imperialen kehren um. Saboteur, ich hasse sie, wie ich sie hasse. Aber es hat nichts gebracht. Oh, hier krass. 600.000 Schaden hat er gemacht. War auch ein relativ schnelles Kriegsgebiet. 700, knapp 800.000 Heilung hat er gemacht. Und ich gerade mal, ich habe nicht mal 300.000 Schaden gemacht. Was geht denn hier? Ich bin so schlecht. Jetzt kann ich sogar die PvP-Deli abgeben. Sehr schön. So, dann geben wir jetzt nochmal schnell die Quest ab. Nochmal 100 Kriegsgebietsauszeichnungen dazu. Ja, und ja. Ranglisten-Kriegsgebietsauszeichnung, auch sehr wichtig. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich den Helm noch gebunden habe oder ob ich den wieder zurückgehen kann. Ich habe ihn von einer Stunde geholt. Krass, so lange habe ich jetzt schon gespielt. Den will ich auf jeden Fall jetzt nochmal zurückbringen, weil ich möchte mir die Marken aufheben. Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Ach, verdammt. Im Prinzip kann man das immer so machen, dass man dann die Sachen sich kauft für 2 Stunden und dann gleich wieder eintauscht. Bleibt am Leben. Wo ist denn der Helm jetzt? Da. Dann kriegt man nämlich die Marken zurück, aber ich muss jetzt mal gucken, wie viel habe ich bei Währung. Nicht, dass ich jetzt über das Limit komme. Nee, das geht genau. Inventar, Helm verkaufen, dann werde ich mir gleich nochmal kaufen, weil ich wollte jetzt nochmal... Ranglisten Kriegsgebiete machen mit einer imperialen Imperial Roughnecks heißen die haben auch glaube ich eine republikanische Seite, also Republican Roughnecks. Das ist eine ziemlich gute PvP-Gilde auch und die wollen jetzt halt für Ranglisten brauchen sie halt noch 4 weitere Leute, geben wir 4 gute und dann halt wenn sie den Rest mit mir auffüllen und anderen Leuten, dann kann man da vielleicht mal was gewinnen, wenn man Glück hat. Vielleicht kommt der Huttenball. Aber das werde ich nicht aufnehmen, das werde ich jetzt hier offline spielen. Dann sage ich hier erstmal bis zum nächsten Mal. Bleibt am Leben! Was hat die überhaupt an? Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Naja, gut. Also dann bis zum nächsten Mal, euer Commander. Peace. Peace out.